Besonders in den bundesdeutschen Großstädten boomt der Drogenkonsum. Und die Abhängigen werden immer jünger. Im Herbst rüttelt eine Stern-Reportage die Gesellschaft auf. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die wahre Geschichte der Christiane F., einer jungen Heroinsüchtigen. Horst Brömer arbeitet damals in der einzigen Drogenberatungsstelle West-Berlins. Man konnte nicht wirklich helfen. Sie waren eigentlich nicht zugänglich. Sie waren bereits in einer Szene drin, die sich zusammensetzte aus Zuhältern, aus Freiern und den Dealern. Eines der Mädchen in Brömers Beratungsstelle, die 14-jährige Babette. Seit wann drückst du? 1,5 Jahren. Wie viel drückst du pro Tag? Na, für 100 Mark. Wo holst du das Geld her? Zum Anschaffen gehen, also ich gehe anschaffen. Weil meine Eltern natürlich wahnsinnig sauer und enttäuscht von mir waren, das ist klar. Naja, und ich habe ihnen versprochen, dass ich entziehe, war. Und jetzt will ich versuchen, mir ein cooles Leben aufzubauen, war. Und eben zur Schule gehen, danach einen Abschluss machen und dann eben Maniküre will ich ganz gerne werden, war. Das Mädchen fand nicht mehr zurück. Einen Monat nach diesen Aufnahmen stand in den Zeitungen: 14-jährige Schülerin, jüngstes Opfer der Morddroge Heroin. Die jungen Drogenberater müssen nicht nur die ständigen Rückfälle ihrer Schützlinge verarbeiten. Auch die Rolle der Medien sehen sie kritisch. Es nährt ja den persönlichen Narzissmus. Man ist wer für ein Interview, man ist wer für eine Serie, wo über einen berichtet wird. Vielleicht erscheint auch das Foto. Aber das hilft ja nicht, aus der Droge heraus, von der Droge wegzukommen. Man bleibt ja eigentlich alleine. Und wir haben das damals als Drogenberater mehr als kritisch gesehen. Es sind die jungen Menschen, auf Deutsch gesagt, verheizt worden.